Umso krasser ich einfach weiter Gas gebe, umso mehr komme ich natürlich auch aus dem finanziellen Arsch wieder raus, so. Ist ja klar. Heißt im Club 250.000 Streams. Yes, Bro. Bro, für mich war das schon hart, Digga, weil ich habe mich da reingekämpft, Digga. Es war auch nicht einfach, überhaupt ein Teil der Szene zu werden, Digga, und dann so schnell wieder rausgekickt zu werden, Bro. Digga, das nimmt einen mit, Bruder. Da könnt ihr auch jetzt reinschreiben in den Chat, was ihr wollt, Bruder. Verbittert hin oder her, Bro. Ich bin einfach enttäuscht, Digga, und das kann mir so, das werde ich auch nicht schönreden. Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute Nacht. Zu zweit aus dem Club und ich. Le Memes, Erster, ich küsse dein Herz. Da ist die Motivation in Person, Abend gerettet. Zeynep Al-Herk. Muah. Rodrigo Sattler. Leon, mein Schnuckiputz, wie geht's dir? Schnuckiputzerin, man. Oh shit, Jemmo ist schon da, Digga. Bester Mann, Bro. Ich hab dir gerade bei Insta geschrieben, Bruder. Gemütszustand ist nicht perfekt, Bro. Nichtsdestotrotz, gestern habe ich es nicht geschafft, online zu kommen. Heute bin ich auf jeden Fall da. Ist egal, Digga. Ich muss durchziehen, egal was ist. Ich habe mir das so vorgenommen und ich werde es auch weitermachen, einfach so. Weißt du? Kama-Heli-Vibes, Digga. Yassi ist wieder da mit 2 Euro, Bruder. Ich küsse dein Herz, Digga. Danke für den Support, Bro. Immer diese finanziellen Fragen, Leute. Ich weiß, das interessiert euch krass und so, Digga. Aber ich habe keinen Bock, über meine Finanzen zu reden. Ich habe da oft genug drüber geredet, Bro. Viele wissen Bescheid, was gerade bei mir abgeht, so. Ich konzentriere mich auf die Zukunft. Ich konzentriere mich darauf, jeden Tag hier abzuliefern, mit euch Vibes zu teilen. Und das ist mein Job, so. Live zu kommen. Videos jeden Tag auf dem Zweitkanal. Ich fange sogar bald an, vielleicht 2 Videos daraus zu hauen am Tag. Auf dem Hauptkanal 2-mal die Woche aktuell. So, ich ziehe durch, damit es mir finanziell auch irgendwann noch stabiler geht. So, ne? Ihr müsst euch keine Sorgen über meine Finanzen machen. Ich mache mir da schon selber genug Sorgen drüber. Ich ziehe einfach durch. Weißt du, was ich meine? So? Und natürlich, umso regelmäßiger ich live komme, umso regelmäßiger ich Videos baller, umso regelmäßiger ich meinen Job einfach mache. Ich habe auch heute wieder krasse Motivation gekriegt, an der Mucke weiterzuarbeiten. Umso krasser ich einfach weiter Gas gebe, umso mehr komme ich natürlich auch aus dem finanziellen Arsch wieder raus. So. Ist ja klar. Heißt im Club 250.000 Streams. Yes, Bro. Heißt im Club 250.000 Streams. Einfach eine Viertelmillion, Bruder, mit meinem dritten Song. Digga, ist einfach geil. So, ist einfach geil, Digga. So, das macht mich auch happy, so. So, ich wollte immer... Ich wollte schon lange Musik machen, Digga. Ich wollte schon lange auch mal mit Musik Menschen erreichen, so. Und so, es wurde mit allen Mitteln versucht, das klein zu halten. YouTube hat mich gefickt. Ich habe keinen richtigen Support aus der Szene bekommen. Werd da so ein bisschen wegignoriert. Aber die 250.000 Streams, Viertelmillion Streams, die kann mir keiner mehr nehmen, Digga, weißt du? Ist einfach krass, Digga. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ist mein dritter Song. Das ist mein dritter Song, Digga. So, und damit schon so eine große Audience zu erreichen, das macht mich einfach auch happy, Digga, und zeigt mir, dass ich halt auch auf dem richtigen Weg bin, was das angeht, so. Weißt du, ich habe meiner Meinung nach einfach auch ein musikalisches Talent, was ich auf jeden Fall noch mehr ausleben muss, so. Also ich muss da weiter Gas geben, so, weil ich schwör's euch, Leute, ich kann schon krass Musik machen, wenn ich will, so, weißt du? Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe alles alleine gemacht, Digga. Ich habe keinen richtigen Producer gehabt, mit dem ich arbeite oder so. Ich habe mir das alles selber beigebracht, Bruder. Habe auf mich, auf mein Gefühl gehört einfach, wie ein Song geil klingen könnte, so. Habe keinen Schreiber, habe keinen Produzenten, der da hilft oder nix, so, Digga. Einfach gar nichts, so. Das zeigt mir halt einfach auch so. Und das hat so viele Leute erreicht. Und wenn ich jetzt noch da weitermache und vielleicht irgendwann, inshallah, wenn Gott so will, noch Support kriege, so. Leute, die dann auch an mich glauben, die mir helfen bei der Sache, so. Bro, dann geht da noch einiges, so, weißt du? Und es ist auch schön zu wissen, dass es halt noch so Bereiche gibt, in denen ich noch kaum was gemacht habe, schon gut abgeliefert habe, gutes Feedback bekommen habe. Bruder, das motiviert natürlich auch, ne? Big O, Herner Sound, Bro, kack auf Kohle, nimm meine Karte, Dispo lässt grüßen. Nicht nur wir, auch du gibst uns Kraft, das Leben testet uns jeden Tag. Karnal, welcher Film? Fragezeichen. Grüße aus dem Pott und nur Liebe für dich. Big O Herner Sound, ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für den Support.
Hau mal eine Faust rein, Bruder. Bester Mann, Bro. Was machst du, Musik oder was? Timo sagt, Digga, ich schau dich schon so lange, deine Entwicklung super. Danke dir, Bro. Hoffentlich sehen wir dich bald bei Gedankentanken als Speaker. Du bist 100% real, mehr als die meisten Speaker. Du hast mehr drauf als Musik. Stell dich breiter auf. Serkan, danke für den Support, danke für die Liebe auf jeden Fall. Mein Traum war es schon immer, irgendwann auch zu reden vor Menschen so. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich mal hier einen Talk hatte mit einem Bruder, so, der nicht richtig wusste, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und ich habe ihm ein bisschen Motivation gegeben. Und ich habe gemerkt, wenn jemand da direkt vor mir steht, ich habe ja auch früher immer gerne Motivationsvideos gemacht, aber wenn jemand so direkt vor mir steht, dann triggert mich das noch mehr, noch krassere Talks rauszuhauen irgendwie so, weißt du? Ich glaube, wenn ich reden würde vor Menschen und ich spüre diese Menschen, die Energie von den Menschen, dann kann ich auch nochmal mehr aus mir rauskommen, weißt du, als vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon so. Deswegen ist es auf jeden Fall auch ein Ziel von mir, Digga. Ich habe damals mit Ami-Rap angefangen und irgendwann kam dann so Azad und so ein Shit, Digga. Und ich habe Sammy Deluxe als erstes, dann Azad. Ich habe das geliebt, Bruder. Weißt du, was ich meine? Haftbefehl, Manuelsen. Ich war das, Digga. Ich habe das gelebt und geliebt, Bruder. Und das war die Motivation für mich dann, zu der Zeit, wo dann auch Luciano, Nimo und so am Start waren, das mit zu pushen, Digga, weißt du? Natürlich hat Deutschrap dafür auch selbst gesorgt, dass es krass geworden ist, aber es gab auch Leute, die es mit gepusht haben. So. Und ich zähle mich dazu, Bruder, auch wenn viele das vielleicht nicht so sehen, aber ich zähle mich dazu, Digga. So, bin auf die Straße gegangen, habe Songs gezeigt, aus Überzeugung der Sache gegenüber, so. Weißt du, wie ich meine? Mir ging es nicht um Geld, um Klicks, um nix, sonst hätte ich es weiter durchgezogen. Mir ging es darum, dass ich Deutschrap supporten wollte. Das war mein Ding, Bruder. So. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Interviews zu machen, weil ich Interesse an den Persönlichkeiten, noch mehr Interesse an den Persönlichkeiten im Rap hatte, so. Im Deutschrap, weißt du, wie ich meine, so. Und ich habe mir gestern, habe ich mir, glaube ich, so 10, 15 Interviews von mir so angeschnitten, nochmal reingezogen. Paar Talks auch so mit Kollegen, dies, das, bla, bla, bla. Backstage-Videos, die ich gemacht habe und so. Und Bruder, für mich ist, also ich liebe diese Zeit auch so. Weißt du, wie ich meine? Aber was mich ein bisschen, also was mich dann extrem enttäuscht hat und mich halt auch ein bisschen gefickt hat bis heute ist, wie die Leute da mit mir umgegangen sind, nachdem ich einmal was gemacht habe, was deren Meinung nach nicht korrekt ist so. Auch schon vorher, Digga, wurde man schon sehr oft enttäuscht und so. Und ich habe nie so viel Liebe zurückgekriegt, wie ich gegeben habe, habe ich das Gefühl gehabt so. Weißt du, wie ich meine? Habe ich auch heute noch das Gefühl. Wie viele YouTuber haben angefangen wegen mir mit Reactions, Bruder? Bruder, alle, die heute jeden Tag Reactions machen und so, die haben sich mein Content damals reingezogen. Da könnt ihr euch sicher sein, Dicker. Wie viele YouTuber haben angefangen, irgendwelche Podcasts zu machen, Formate zu machen, wo die sich Leute holen und Interviews machen, Dicker? Bro, guckt doch mal, guckt einfach mal, wer vor 6 Jahren, vor wie vielen Jahren habe ich damit angefangen, aber guck mal, wer der erste YouTuber aus dem YouTube-Bereich war, Bruder. Der sich gesagt hat, ich nehme jetzt Rapper und mache Interviews, Bruder. Für viele Leute, die mich danach gehatet haben, die 1000 Videos über mich gemacht haben, war ich eine Inspiration, Bruder. Das weiß ich, Digga. So, und das ist halt einfach eine Sache, Digga, wo ich sage so, was ist das, Bruder? So, weißt du, wie ich meine? Gib doch auch ein bisschen Liebe zurück, Bro. Auch wenn es vielleicht mal nicht so geil aussieht, wenn man mir Liebe gibt. So, mach einfach aus Prinzip, Bruder. Weißt du so? Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich bis heute noch auch beschäftigt, so. Was auch eigentlich nicht gut ist, Digga, weil ich bin eigentlich auch gerade so richtig am nach vorne gucken, aber es beschäftigt mich immer noch, Bruder. Es beschäftigt mich immer noch. Leute, die, weiß ich nicht, Bro. Weißt du, wie ich meine? So, ich habe da auch ein paar so Sachen, ich will aber so, es beschäftigt mich immer noch einfach. So. Ich mach weiter, Digga. Ich höre niemals auf, egal was passiert so. Aber ich find's auch selber ein bisschen schade so. Weil wenn ich mir die Talks reinziehe, wenn ich mir die Interviews reinziehe und so, dann sind es geile Sachen gewesen so. Weißt du, wie ich meine? Das sind einfach geile Sachen gewesen so und es hätte auch noch viel geiler werden können so, weißt du, wie ich meine? So, man hätte auch einfach so, wenn da ein bisschen Zusammenhalt da gewesen wäre, wenn Leute ein bisschen auf, so auch für mich mal eingestanden wären und gesagt hätten so, Bruder, relax mal alle so, der ist ein Typ aus der Deutschrap-Szene, ihr könnt ihn nicht alle fertig machen so, der hat für uns auch viel getan, lass uns mal auch was für ihn jetzt tun und lass uns den Scheiß weiter pushen so, weißt du, wie ich meine? Lass uns trotzdem in seine Interviews reingehen, dies, das, bla, bla, bla. Es war ja nicht so gewesen, dass ich auf einmal 10.000 Videos gemacht habe, so wie ein Attila Hildmann oder so, Dicker, und dann durchgedreht bin, so, Bro, ich habe da einmal meine Meinung gesagt, Dicker, und dann ging es auch weiter, so, und da hätte man auch sagen können, so, ja, okay, so, weißt du, wie ich meine, aber dann direkte Ansagen von Leuten zu kriegen, die einen vorher gefeiert haben, so, die einen immer geschrieben haben, immer alles gemacht, und dann so, nee, mit dir mache ich nichts mehr,
So ist schon hart, Bruder. Also könnt ihr vielleicht nicht nachvollziehen, aber Bro, für mich war das schon hart, Digga, weil ich habe mich da reingekämpft, Digga. Es war auch nicht einfach, überhaupt ein Teil der Szene zu werden, Digga, und dann so schnell wieder rausgekickt zu werden, Bro. Digga, das nimmt einen mit, Bruder. Da könnt ihr auch jetzt reinschreiben in den Chat, was ihr wollt, Bruder. Verbittert hin oder her, Bro. Ich bin einfach enttäuscht, Digga, und das kann mir so, das werde ich auch nicht schönreden. Und das werde ich vielleicht auch mal in einem Song oder so verarbeiten, Bruder. Und dann nehme ich auch kein Blatt mehr vom Mund, Digga. Dann hau ich einfach alles raus, Digga.